passiert, wenn man da endlich mal Melanodruck reinbringt in das Ganze. Wie der abgeht. Das ist ein schlechtes Gewissen, ganz ehrlich. Weil das ist wirklich voll auf die Fresse. Einer hat ein bisschen übertrieben. Aber genau mein Geschmack. Das gefällt mir doch. Hoschkenntnis bei Kfz40, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute geht es wieder um den BMW E46 Kompakt, den wir auf Kompressor umgebaut haben. Der Thailand ist zu Besuch. Warum bist du denn hier? Ja, ich habe das Video gesehen auf dem Leistungsprüfstand. 250 PS waren es, glaube ich, erreicht hattest. Genau, hier haben wir das Diagramm von deinem E46 Kompakt. Und was wir hier natürlich... War das ironisches Lachen oder was? Ja, was ist los? Warum hasst ihr alle E46 Kompakt? Ach, an sich ist es ein schönes Auto. Ha. Es ist ohne den jetzt den Einser auch nicht gegeben. Aber was man einfach sagen muss, ist, er ist sehr speziell. Ne? Allein die Scheinwerfer, ist nicht jedermanns Sache. Ich feiere ihn auch teilweise, ne? Von der Form her. Schreibt mal bitte in die Kommentare. Wer findet diesen E46 gut und wer nicht? Wir haben ja 240 PS erreicht. Wir müssten ja jetzt theoretisch zwischen 0,5 und 0,7 bar liegen. Jetzt habe ich aber natürlich das Fahrzeug so programmiert, dass der Leerlaufregler so etwas Ladedruck entweichen lässt, damit wir natürlich noch so ein bisschen Puffer und Reserve nach oben haben. Und gleichzeitig habe ich hier noch zwei Geschenke mitgebracht. Du hast mir Geschenke mitgebracht? Natürlich. Das hört sich doch immer gut an. Geschenke sind immer gut. Das erste Geschenk betrifft den Teil vor dem orangenen Saugrohr. Das ist ja. Dein Luftmassenmesser. Da habe ich dir ein Upgrade-Luftmassenmesser mitgebracht. Upgrade-Luftmassenmesser, okay. Genau. Und das zweite Teil, das ist das allerwichtigste Teil, das ist die Übersetzung. Weil du hast jetzt hier gerade eine 115er Scheibe drin. Wie wär's mit einer 95er? Bei den Teilern war das ja auch so, wir haben ja erst eine humane Software-Einstellung gehabt. Wir gucken erstmal, was er mit dieser Software erreicht. Und dann machen wir einen Schritt weiter. Nennt man das schon Stage 2. Was wir jetzt machen, oder? Ich würde es ein Zwischending nennen. Ja. Die Community wird es auch feiern, was passiert, wenn man da endlich mal mehr Ladedruck reinbringt in das Ganze. Und der Ladedruck entsteht ja dann im Prinzip so, dass der Verdichter jeweils der Drehzahl, die dann hierdurch entsteht, den Ladedruck erzeugt. Wenn wir jetzt eine kleinere Riemenscheibe fahren, dann heißt es im Umkehrschluss einfach, dass der Verdichter schneller läuft, dementsprechend die Luft auch oder höher verdichtet. Hat aber den Nachteil, wenn wir sie höher verdichten, dann ist sie leider etwas wärmer und warme genau. Luft ist nicht gut. Das habe ich dir mitgebracht. Aha. Eine 95er Riemenscheibe und ein Upgrade-Luftmassenmesser. Okay. Boah, der sieht aber riesig aus, ne? Der ist etwas größer. Und alleine mit dem, sowie einer Softwareanpassung, die jetzt darauf abgestimmt ist, hättest du pauschal 10 PS mehr, ohne irgendwas anderes zu verändern. Also das hier gleich 10 PS. Da gibt es auch ein entsprechendes Diagramm von Infinitas für. Wir bieten das dann auch an, das Upgrade, wenn man sich diesen Vergleich hier anguckt. Ach so, heilige. Also ja gut, der passt jetzt gerade wegen dem Ausgleichsbehälter ja, okay. Nicht perfekt dahin. Aber wenn wir den upgegradet haben, dann sind wir schon mal wo ganz anders. Ich habe aufgepasst, ne? Also du redest natürlich, ich höre dazu. Desto kleiner dieser Riemen ist, desto mehr Ladedruck fahren wir. Umso kleiner die Scheibe ist, umso mehr Ladedruck könnten wir fahren. Ne? Ja. Was man dann dementsprechend auch noch beachten muss, ist tatsächlich, irgendwo ist man dann an der Grenze des Kompressors und irgendwo ist man auch an der Grenze von der ganzen Thematik, die den Rippenriemen hier betrifft. Aber so passt das alles. Wir können theoretisch noch kleiner gehen auf 90, 85, 80. Aber dann, das ist jetzt der 95er. Das ist der 95er. Und wenn wir jetzt den Leerlaufregler auch nochmal so programmieren, dass er weniger Luft rauslässt wieder aus dem System, dann haben wir da schon einen stattlichen okay. Ladedruck. Das heißt, wir bauen das jetzt ganz schnell um und dann machst du nochmal die Software. So die Theorie. Neuer Riemen brauchen wir. Ich wusste nicht welches. Ich habe mir jetzt ein paar Riemen bestellt. Erzählen, was machst du für Projekte aktuell? Kannst du was dazu sagen? Ja, wir bauen ein paar Track-Tools. Also wir bauen tatsächlich Rennfahrzeuge auf E46-Basis mit Kompressoren. Da haben wir jetzt gerade zwei Projekte. Nehmen wir vielleicht die Leute auch noch mit. Da muss man einfach gucken, ob das die Leute interessiert. Rennbetrieb mit Kompressoren. Und wir haben noch ein riesiges Projekt vor. Ja. Wir haben uns ein CLK 500 gekauft. Ja, du 100. Und M113. M113, richtig. Okay. Und wir haben uns noch ein M113 gekauft, aber mit dem Kürzel K dahinter. Vielleicht sagt ihr das K Kompressor. Etwas. Kompressor. Genau. Okay, was habt ihr damit vor? Ja, es gab da mal so ein CLK DTM. Du hast ja auch ein Kompressor-Kit dafür. Wir probieren das Ganze erstmal mit dem originalen Mercedes-Kompressor und dann schauen wir mal, was wir mit dem anderen Kompressor erreichen können. Ein bisschen nur aufpassen beim Lockern, dass ihr die Dichtung hinten nicht verliert. Ganz wichtig, die Gewährleistung erlischt, wenn man das tun sollte. Das wollte ich nur noch mal erwähnen, weil man den Kompressor, wenn man es falsch macht, zerstören könnte. Guckt euch mal den Unterschied an. Das ist ein krasser Unterschied, ne? Das ist ja ein krasser Unterschied.
Genau, das sind schon so einige Zentimeter vom Durchmesser. Also das gefällt mir. Tyler, das gefällt mir. Das habe ich mir gedacht, deswegen. Also, Tyler, also ich habe jetzt den 115er, ich kann das gerne an euch schicken. Ihr könnt es noch kleiner machen. Der neue ist einfach schon drauf, super. Ja, ja, muss ich nur noch nachziehen. Was war das, 55 Minuten oder was? Das könnte klappen, aber es ist schon... Okay. Na gut, ne, man muss auch sagen, man dreht das Ding fest und das zieht sich dann im Betrieb dann ja, tatsächlich. Sollte, ja. Genau. Eine gewisse Vorspannung muss aber tatsächlich drauf. Also macht es auch auf jeden Fall. Jetzt wirst du wahrscheinlich einen Riemen drehen, ne? Genau, dreht schon. Ja, dann drehen wir noch ein bisschen. So. Das war die komplizierte Mehrleistung und die leichte Mehrleistung, die machen wir jetzt. Ach so, stimmt, genau. Du hast ja Silikonadapter da drin. Ja, die haben mich gestört. Och, links haben wir dann 330, rechts 350. So ein Unterschied. Natürlich. Krass, also hätte ich jetzt nicht erwartet. Ich dachte jetzt minimal, weil ich kenne das ja selber von mir, wenn ich 18T-Projekt umbaue und den S3 Luftmassenmesser nehme, da ist so, also, ich sag mal, minimal Unterschied. So ein Unterschied? Natürlich. Das ist, also, hätte ich jetzt nicht erwartet. Das ist männlich. Aber das ist tatsächlich die einfachste Methode, um 10 PS mehr zu generieren. Gibt es keinen größeren Luftmassenmesser? Nee. Einen 20 PS Luftmassenmesser? Wie lange hat das Ganze jetzt gedauert? 10 Minuten. Wenn so. Das ist hier geil beim Kompressor. 10 Minuten, wie viel Ladedruck haben wir jetzt? Was schätzt du jetzt so? Ich denke 0,7, 0,8 Bar können wir, wenn wir den Leerlaufregler jetzt schließen, auf jeden Fall realisieren. Ich würde sagen, jetzt machen wir die Software. Genau. Geil. Da freue ich mich doch schon. Der Tyler hat die Software jetzt fertig. Das Geile ist, Tyler hat ganz nett gelacht beim Software machen. Ja, ich habe auch kein gutes Gefühl, weil ich jetzt voll auf die Fresse einfach gemacht habe. Das wolltest du. Jetzt schreiben wir. Entweder alles oder nichts heißt es dann für den Motor, ne? So ist es. Ich bin auch gespannt auf deine Reaktion. So, ich starte den nochmal. Ja. Das Gute startet schon mal. Nein, da haben wir nicht viel gemacht. Aber im Grunde genommen ist dein Leerlaufregler jetzt ganze Zeit zu. Ja, bis 2100 Umdrehungen musst du dir das so vorstellen, dass das Ding fast wie ein Saugbetrieb fährt. Du fährst mit dem Leerlaufregler und ab da geht die Drosselklappe dann auf und der Kompressor erzeugt dann den Ladedruck. Und wir haben das jetzt ein bisschen angeglichen. Wir haben mehr dem System gesagt, dass es mehr Sprit verwenden darf. Wir haben gesagt, der Zündwinkel ist okay. Hier und da noch ein paar Geheimnisse und Tricks ausprobiert. Wir starten ja dann auch ab heute mit YouTube. Wir haben uns überlegt, dass wir ein kleines Gewinnspiel machen. Und zwar, ihr müsst uns auf YouTube abonnieren. Und was gibt es dafür zu gewinnen? Eine Kennfeldoptimierung. Dann könnt ihr mit eurem Auto bei uns vorbeikommen und wir optimieren euer Fahrzeug individuell auf eure Bedürfnisse, was ihr haben wollt. Egal, was für ein Auto das ist. Benziner, Diesel? Ja, ein paar kleine Einschränkungen müssen wir natürlich machen. Eine Kennfeldoptimierung funktioniert nicht bei einem Vergasermotor von 1980. Okay. Bei manchen Fahrzeugen funktioniert das nicht, wenn die zu neu sind, aber alles, was wir können. Und ansonsten, falls der Gewinner keine Kennwertoptimierung durchführen kann, bekommt er bei uns eine Getriebespülung oder eine Inspektion kostenlos. Okay. T21, alles unten verlinkt. Checkt das erste Video ruhig ab. Und Hashtag, was soll ich schreiben? Kfz-Fuzzis, ganz wichtig. Danke. Also, ey, echt sympathisch. Unterstützt den. Geht mal drauf. Abonniert den Lieben. Wir würden uns freuen. Ich habe ihn auch schon abonniert. Das stimmt. Wir sehen uns zeitnah. Und dann, ich sag mal, nach dem Ladenluftkühler werden wir ja sowieso eine Messung machen und dann mal schauen, was wir daraus geholt haben. Ich bin echt gespannt, ob der Ladeluftkühler wirklich so funktioniert, weil das Konzept, wie du es geplant hast, das ist technisch krass. Werden wir sehen. Aber ja, manchmal ist die Theorie schöner als die Praxis. Aber ich hoffe diesmal... Ich hoffe, das klappt. Sehr sympathischer Kerl hier. Folgt ihn auf Insta und YouTube, damit er YouTube macht. Echt sympathischer Junge. Wir sehen uns. Thailand, wir sehen uns. Wir sehen uns. Ciao. Ciao. So mehr Leistung, warte, machen wir mal ganz kurz. Alter. Oh. Wie war es gerade? Oh, der war gut. Was hat Thailand hier gemacht? Thailand hat ein bisschen übertrieben. Aber genau mein Geschmack. Oh, ey. Oh, Reifen sind durchgedreht. Und wie? Hä? Alter. Oh.
Oha. Ey, Ralf, die ganze Zeit noch durchdrehen. Alter. Guck mal, wie er guckt. Die Reifen, erste Gang, zweite Gang, dritte Gang durchgedreht. Komplett durch. Ganze Zeit durchgedreht. Und er hat Gas weggenommen. DSC aus. Ich wünschte, mein GT würde es einen Kompressor geben. Oh, Alter. Nee. Boah, wie der abgeht. Hast du erste Gang komplett durchgedreht. Zweite Gang komplett durchgedreht. Dritte hat man erst Grip. Aber dennoch hat man voll die Kraft dahinter gespürt. Ich versuche mal jetzt nicht durchzudrehen. Keine Chance, keine Chance. Oh. Oh. Was für eine geile Software. Was würdest du jetzt sagen, wie viel PS so, Samet? 300, also ich würd mal ich würd auch behaupten, tippen. Ja. 300 PS. Also ich fand's geil, Samet. Wie fandest du's? Das ist richtig geil gewesen. Aber das einzige Problem ist natürlich, das Ding ist so heiß geworden. Darf ich mal fühlen? Ja, pass auf. Ja, es kommt hier so richtig hoch, ja. Die Hitze. Was wir jetzt machen werden, ist Stoßstange ab, hier wird ein Kühler eingebaut. Wie wir den Kühler einbauen, das wird der nächste Video sein. Bei so einem Kompressor, das ist einfach mal den Riemen und den Luftmassenmesser gewechselt und so einen krassen Unterschied hast. Das ist, hätte ich nicht erwartet. Ladeluftkühler rein und das Ding wird schöne, kühle Luft bekommen. Und dann schauen wir uns mal an, wie viel PS wir am Ende haben. Wir wollen jetzt den Ladeluftkühler. Dankeschön fürs Zuschauen. Bleibt gesund. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Kraftsystem.